Ja, da hat er sich erhoben. Gut, ich habe einfach mal ein Video angemacht. Ich weiß nicht, worüber ich reden möchte. Ich habe auf jeden Fall nächste Woche auch einen realen Coaching-Termin. Bin ich auch schon gespannt drauf. Ich bin auch als ja, offiziell als Vegan Buddy online eingetragen. Mache das dann halt ehrenamtlich. Ich habe mittlerweile sogar 12 Bewerbungen losgeschickt, von keiner Stelle bisher was zurückbekommen. Außer halt bei ungefähr der Hälfte die Information, dass das halt ein bisschen dauern wird. Und deswegen habe ich Martina logischerweise auch nicht zurückbekommen. Weil das waren alles halt Initiativbewerbungen, da war halt keine wirkliche Stellenausschreibung. Das ist halt überall im Bio-Bereich. Wenn sich aber in circa einer Woche nichts ergibt, dann werde ich ehrenamtlich tätig werden, also ehrenamtlich arbeiten, eventuell in der Flüchtlingshilfe oder in einem Verkaufhaus zum Beispiel und einfach Möbel schleppen. Dann habe ich auch kein Problem damit, weiterhin halt, was ich jetzt seit 2 Monaten mache, ALK 2 zu beziehen. Dass ich dann halt zusätzlich zum Coaching auch noch Ehrenamtliches dann halt tun werde. Ja. Was kann ich noch sagen? Also es sieht eigentlich ziemlich gut aus momentan. Wie gesagt, das SOS Kinderdorf ist auch ziemlich angetan. Von meinem Wissen. Was blinkt denn im Hintergrund? Von meinem Wissen halt über Ernährung, aber auch ja, von den Kochkünsten, sage ich mal so, obwohl ich mich halt nie wirklich sehr krass mit beschäftigt habe. Also zu Hause koche ich eigentlich überhaupt nicht für mich oder bereite Essen meistens überhaupt nicht zu. Ich habe einfach nur diese nötige Intuition, dass ich halt genau weiß, was in welcher Menge wozu passt. Und ja, das war so die Sache. Aber es sieht auf jeden Fall. Ich will es jetzt nicht so ausdrücken, jobmäßig gut aus, sondern ich mag einfach dieses Wort auch nicht. Es sieht dahin gut aus, dass ich halt immer mehr das machen werde, was ich halt machen möchte. Das sind halt Coachings. Dafür habe ich halt jetzt sogar im Real Life 2 Anfragen. Ich versuche sogar zu fragen in diesem SOS Kinderdorf, ob ich das filmen kann, diesen Vortrag, damit ich den zur Verfügung stellen kann im Internet, auch für Leute, die sich interessieren. Und wenn das wirklich möglich sein würde, würde ich auch versuchen, da also den Vortrag möglichst qualitativ zu gestalten. Aber alles andere als zwanghaft. Also ich merke immer mehr, wie die meisten Leute halt wirklich keine Ahnung haben von Ernährung und besonders nicht davon, wie das zusammenhängt mit allen Lebensbereichen und auch der Psyche und so weiter. Und ich merke, wie viel Bedarf da auch ist und wie die Leute auch automatisch auf mich zukommen. Zum Beispiel, das finde ich sehr, sehr positiv und ich habe auch gemerkt in den letzten Wochen, also ich habe das halt wirklich mit dieser Maßnahme, die zu 70% aus Wartereien besteht, durchzuziehen. Weil ich einfach das innere Gefühl hatte, das einfach mal durchzuziehen und dadurch kamen dann halt auch diese Ereignisse und Ergebnisse, sag ich mal. Ja, ich habe da wirklich gemerkt, dass was wollte ich jetzt sagen, in Bezug auf die Menschen? Ja, nicht nur, dass ein Bedarf besteht, ist klar. Kacke, jetzt weiß ich gar nicht, was ich. Auf jeden Fall merke ich halt deutlich, wie die meisten einfach nur ihren Job. Ja, oder. Ich weiß genau, was ich sagen will, jetzt nur ich weiß die Worte nicht und ich. Total schlimm manchmal. Ach ja, dann überspringe ich das einfach mal. Jedenfalls hat es einen Sinn gehabt, dass ich das durchziehe und immer noch durchziehe, auch wenn man den Sinn nicht sofort gleich erkennt und wenn man halt versucht, das immer mit dem Verstand alleinig zu analysieren und dann zu sagen, nee, so und so wäre das aber besser und optimaler. Den Weg bin ich jetzt lang genug gegangen und es hat sich nicht als sinnvoll langfristig rausgestellt. Das ist zu sehr. Einerseits mit Verstand arbeiten und zu sehr auch Perfektionismus.
Und es ergeben sich, die Zukunft ist einfach relativ offen und es ergeben sich einfach Dinge, die man vorher nicht vorausberechnen kann, weil da einfach zu viele Unbekannten sind und das ist halt Leben. Das lässt sich nicht berechnen und das wird sich auch nicht berechnen können. Ja, das ist, finde ich, ein wichtiger Aspekt, den ich mitgeben kann in Also diesbezüglich sieht es sehr gut aus, dass es halt immer, ja, dass es halt in diese Richtung geht, die ich halt gehen möchte und dass ich sogar halt inmitten der völlig normalen Gesellschaft damit ankomme und auch positiv damit halt ankomme. Genau, was ich sagen wollte, ist, dass ich mit jedem Menschen eigentlich ziemlich gut klarkomme. Da herrschen dann intern irgendwelche Scharmützel und Gefechte auf psychologischer Ebene und auch auf Spaßebene, sage ich mal, dass ich die Leute halt so aus Spaß ärgern, aber trotzdem den Leuten das ein bisschen was ausmacht, das merke ich schon. Und ja, es sind einfach die Gifte letztendlich, die dazu verleiten. Und ich komme aber trotzdem mit jeder einzelnen Person klar und versteh halt jede einzelne Person, was deren Beweggründe und Motivationsgründe ist und sind. Und da deswegen könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, im pädagogischen Bereich aktiv zu sein. Und wenn sich halt erstmal nichts ergibt, dann wieder ehrenamtlich, wenn sich da was ergibt. Ich kann mir aber auch vorstellen, in Zukunft wieder ein Studium anzufangen. Vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, vielleicht in Holland oder sowas. Auf jeden Fall im Bereich Pädagogik zum Beispiel. Das ist halt alles relativ offen, sage ich mal. Ich möchte eigentlich halt wirklich nur, also was mir am meisten Spaß macht, ist wirklich Verantwortung zu übernehmen und zu sehen, wie das Leben von Menschen sich einfach verbessert, wie Menschen einfach Freude am Leben haben, mehr Freude am Leben haben, das dann auch dauerhaft. Und das kann man einerseits sehr gut über den pädagogischen Bereich erreichen und andererseits sehr gut über den Ernährungsbereich. Ja. Und deswegen sind das so die Bereiche, die mich auch am meisten interessieren, die mich auch von Kind an am meisten interessiert haben. Ich wusste nur damals natürlich nicht, warum die mich am meisten interessiert haben. Aber ich denke mal, dass die beiden Aspekte sind, die am nötigsten momentan auf diesem Planeten sind. Ja, und wie gesagt, es sind halt gerade seine Anfänge. Und auch sonst läuft eigentlich alles positiv, auch ernährungstechnisch. Schaffe ich es jetzt nach diesen 5 Wochen, die ich da bin, wo ich anfänglich, hatte ich ja auch berichtet, ziemlichen Stress hatte, insbesondere oder in erster Linie durch meine Sozialphobie, die noch in Teilen da gewesen ist, aber jetzt halt dadurch noch deutlich besser geworden ist, weil ich halt nicht so viel Energie dagelassen habe, dass es ein Teufelskreis wurde, der einen immer nur weiter nach unten zieht, sondern es war einfach anstrengend, aber dadurch es blieb trotzdem noch Energie, dass ich sozusagen diese Aspekte der Sozialphobie trainieren konnte, sodass sie jetzt halt immer besser wird und ich halt mit wirklich jedem Menschen klarkomme und ja auch die sofort durch die Maske von jedem Menschen blicken kann. Deswegen gibt es einfach gar keinen Sinn, warum man vor irgendwas sich fürchten soll. Ich merke halt sogar umgekehrt, dass viele Menschen sich vor einem selber halt fürchten, in dieser Art und Weise. Das kann man natürlich auch aufs Aussehen beziehen. Ein bisschen Terror-Style. Ja. Genau, und da jetzt um den Bogen zu meistern, ich komme mit. Also da ich mit den meisten Menschen oder fast allen Menschen sehr gut klarkomme, in der Realität zumindest, das Internet ist ja immer was anderes, da hat man nicht diese realen Informationen, sage ich mal, und nicht die umfangreichen Informationen, da ich in real ganz anders bin, zum Beispiel als hier in den Videos. Ich bin in real, also trete ich viel selbstbewusster auf und ich telefoniere auch total ungern und so weiter. Ich kann nur im Real so wirklich sein, wie ich bin. Sonst habe ich einfach zu wenig Informationen, sage ich mal, vom Gegenüber. Und das ist mit der Kamera bei mir genauso. Also ich komme viel besser in Realität mit Menschen klar, als über irgendwelche Medien wie Telefon oder Internet. Der Bogen war aber noch nicht zu Ende. Also da ich mit den meisten Menschen gut klarkomme, kann ich die Themen,
die mir halt auf dem Herzen sind und die ich auch am wichtigsten finde und die ich in sehr, sehr umfangreichen und krassen Maße mittlerweile mir angeeignet habe, mitten in die Gesellschaft reinpflanzen. Das ist eigentlich ziemlich genial. Also die meisten, die so einen ähnlichen Weg gehen, wie ich, also zumindest in so in Anführungszeichen konsequenter Form oder so subtil, die sind meistens in einem Zustand, ich will nicht sagen gefangen, aber zumindest drin, wo ich halt auch erstmal drin war. Für wie lange weiß ich jetzt nicht, wo man halt sehr, sehr abgeschieden und abgeschottet von der Mitte der Gesellschaft ist und nicht mehr damit klarkommt und die Leute einfach nicht versteht und zu sehr anders ist. Aber die Brücke habe ich in meinem Geiste mittlerweile halt errichtet und habe eine Brücke zu jedem Wesen. Und deswegen, und ich weiß auch genau, wie ich dann halt die Sachen übermittle, die wichtig sind, so dass es der Person am meisten weiterhilft, ohne dass die Person halt irgendwie, ja, sich angegriffen fühlt oder sonst was halt. Und so ist es halt am effektivsten. Und wenn das halt einfach mit Liebe und Verständnis immer geschieht und man nicht zu so viel auf einmal angibt und fordert sowieso nicht und einfach damit wirbt, wie cool das sein kann. Und das muss noch nicht mal konkret in Worte gefasst sein, sondern es ist auch viel, sehr viel auf feindschaftlicher Ebene. Ich merke auch bei jeder Person sofort, welche Informationen, die man nicht unbedingt über die Sprache und Körpersprache gibt, welche Informationen diese Person aufnehmen kann oder aufnimmt und wie die Person drauf ist, und darauf kann ich mich sofort immer einstellen und so weiter. Und deswegen kann ich, ja, also ich bin in den letzten Wochen echt ziemlich gut darin. Also die meisten Menschen, mit denen ich ja zu tun hatte, also mehr öfter zu tun hatte als einmal, die haben ja so viel positive Dinge gesagt und auch positiv, ja, Dinge zurückgegeben, sage ich mal, in verschiedensten Formen, sei es dieses Angebot für diesen Vortrag oder dass ich mal Flyer bekommen habe von einem Hof oder also ich habe den Flyer nicht von dem Hof bekommen, sondern von einer Person zu dem Hof. Ja, der Flyer stammt von dem Hof, sage ich mal. Aber ich habe es von einer Person bekommen, wo ich mal hin wollte oder wo ich dann gemerkt habe, dass ich da gerne hin wollte und die Person das halt vorher schon wusste quasi oder sich gedacht hat. Oder wo mir eine Person gedacht hat, dass es ihr mit mir total Spaß macht, da zu arbeiten in diesem SS-Kinderdorf und man bei den meisten anderen Personen eher verzweifelt so ein bisschen und dass man auch sehr, sehr vertraut mit den meisten schon ist und teilweise Gespräche unter Freunden stattfinden und selbst unter Personen halt, die sich untereinander so ein bisschen bekriegen, kann ich, bin ich halt mit beiden sozusagen angefreundet. Ja, da lerne ich halt gerade schon viel, um halt mein Wissen, sage ich mal, rüberzubringen. Die sind wirklich auch alle interessiert und viele haben auch schon Rezepte und so weiter mitgenommen. Das meine ich halt mit nicht zu viel auf einmal anbringen, sondern einfach vegane Rezepte. Ich mache die immer schleimarm, sage ich mal. Da trickse ich halt so ein bisschen, dass es halt trotzdem normal und lecker ist. Und das merken die Leute dann halt nicht. Ich lasse auch immer Hülsenfrüchte und so weiter weg, weil ich das auch selber nicht vertrage. Könnte ich aber auch mal mit Hülsenfrüchte oder was immer machen. Die haben auch Spaß, ich habe schon gesagt, dass ich mal den Laden übernehmen wollte und so weiter, weil die da wirklich sehr chillen und teilweise ziemlich verortet sind auch, wo ich natürlich auch irgendwo bin. Ja, also die Verschiedenheit gibt es da auch ziemlich bedeutend, sag ich mal. Und Ernährung, genau, da fing ja dieser letzte Gedanke an mit der Ernährung, dass ich halt trotz diesem anfänglichen Stresses durch die Soziophobie, was jetzt deutlich besser geworden ist, was ich gerade eben habe, jetzt auch wieder besser wurde, also die Ernährung. Das war jetzt ein langer geschachtelter und zwar scheint es jetzt trotzdem schleimfrei zu bleiben, auch wenn ich halt 33 Stunden die Woche dann da halt bin und Sachen tue und so weiter, scheint es dann halt jetzt nach diesen 5 Wochen schleimfrei zu bleiben.
Ist halt wie gesagt alles eine Art des Trainings. Und es war auch unbedingt nötig, diese Sache, um halt inmitten der Gesellschaft irgendwann auftauchen zu können. Also ich bin ja für sehr lange Zeit, sage ich mal, abgetaucht in verschiedene Wissensbereiche und Bewusstseinsbereiche. Und um dann wieder aufzutauchen, ist dann auch erstmal so eine, ja, ins Wasser springen ist dann erstmal nötig quasi. Und es wird eigentlich ziemlich gut trainiert, deswegen, ja, und ich, mir wird da auch geholfen halt, wie ich meine Dinge rüberbringen kann in der Gesellschaft, auf alternativen Wegen sogar. Und ich kann auch in irgendwelchen Bio-Bereichen Praktikas machen und dann sehen die da eventuell meine Fähigkeiten und so kann es das weitergehen. Das muss man alles sehen, das werde ich mir auch weiterhin berichten. Ja, was steht da? Bibel natürlich. Weil der Hintergrund jetzt dunkel ist, muss man glaube ich zuerst das schwarze, die Aufsparung. Weil wenn man das schwarze sieht, steht natürlich gut. Ist auch wichtig, ne? Ja, und das ist dann so ein Katalysator, dass die Ernährung jetzt trotzdem wieder gut läuft. Deswegen, also ich habe jetzt halt gelernt, innerhalb dieser paar Wochen, wie ich halt in der Gesellschaft sein kann und trotzdem halt eine gute Ernährung aufrechterhalten kann. Das ist jetzt zumindest halt schleimfrei und manchmal eine Woche halt schleimarm, dass ich dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei getoastete Brotscheiben esse, zwei, drei Stück, zweimal die Woche. Und das reicht mir momentan auf jeden Fall. Und das entspricht auch teilweise meinem momentanen Bewusstsein. Ich traue mich schon gar nicht mehr, mich weiter zu reinigen. Weil das, dann wird alles wieder so schwierig und das bringt einfach nichts. Und ich bin momentan aber mit dem Reinigungsgrad trotzdem sehr zufrieden und bin dann dadurch viel produktiver, als wenn ich mich halt zwanghaft zu, krampfhaft zu schnell reinige. Das wird. Also weitere Reinigungsgrade werden in Zukunft auf jeden Fall folgen, aber es hat halt alles seine Zeit. Und wenn man das dann halt zu schnell macht, ist das eher wieder so ego-behaftet und dann wird man davon gegeben, wenn man das zu schnell macht insgesamt. Also ich habe das ja relativ schnell gemacht gehabt, aber das hatte dann einen anderen Grund, weil ich gewisse Erfahrungen machen wollte, wie es so ist in diesem Reinheitsgrad. Und diese Erfahrung brauchte ich auch. Und es war mir schon vorher eigentlich klar, dass ich danach dann halt wieder ein paar Reinigungsgrade zurückgehen werde. Ja, damit das Video nicht zu lang wird, ich habe seit einem halben Jahr nicht mehr trainiert, aber wirklich seit einem halben Jahr nicht. Vielleicht mache ich irgendwie alle 2 Wochen mal einen Satz Liegestütze oder so. Aber es wird jetzt wieder mehr. Besonders der Ausdauersport wird jetzt wieder mehr. Habe ich halt auch natürlich wieder viel mehr Energie durch eine schleimfreie oder schleimarme Ernährung. Ja. Aber wie gesagt, wenn das Video nicht zu lang wird.